Sie kennen sich alle untereinander, sie sind eine Dorfgemeinschaft. Hier neidet jeder den anderen Personen im Dorf alles. Sie sagen dir, ich hätte immer noch nicht verstanden, wer hier die Herrschaften sind und wer hier das Sagen hat und bestimmt. So machen sie dir erst glauben, sie seien deine Freunde. Doch sie wollen dir nichts Gutes antun und sie lassen dich nicht nach oben kommen. Schon seit dem Kindergarten, dann später in der Grundschule und dann noch in den weiterführenden Schulen sind sie an dir dran. Sie wollen dich, wenn du ihnen nicht gehorchst und sie als deine Herren anerkennst, dann wollen sie dich zerstören. Du sollst ihnen gegenüber unterwürfig sein. Sie wollen über deinen Lebensweg bestimmen und sie sagen, hier kann nicht jeder werden, was er will. Hier bestimmen sie, was aus dir wird und was du machen darfst. Sie machten dir glauben, sie sind deine Freunde, und als sie dich am Boden zerstört haben, da sagten sie dir, sie seien nie deine Freunde gewesen. Geht es dir mal besser, oder hast du einen Plan von deinem Leben, dann drücken diese Mitmenschen dich herunter und sie durchkreuzen deinen Lebenslauf. Und sie neiden dir deine Ausbildung, die du anfangen durftest. Sie wollen, dass du scheiterst in deinem Leben. Sie wollen dich klein machen und halten. Sie wollen nicht, dass du nach oben kommst. Du warst dumm, denn du erzähltest ihnen, weil du glaubtest, sie seien deine Freunde von deinen Lebensplänen. Und sie sagten sich, das wirst du nicht erreichen, denn wir werden es zu verhindern wissen. Woher kommt dieser Neid und diese Ungunst deiner Person gegenüber her? Sie kennen sich untereinander und ließen keine andere Person an dir herankommen. Davon wusstest du aber nichts. Sie wollten über deine Werdegang im Leben bestimmen und sie wollten dich nicht ein gutes Leben leben lassen. Dafür taten sie viel, um das zu erreichen und um zu verhindern, dass du ein besseres Leben als sie hast oder dass du ein gutes Leben hast. Das wollten sie auch nicht. Es steckte ein sadistischer Plan von diesen Personen hinter der Zerstörung deines Lebens und du bist leider kein Einzelfall, was man vermuten kann. Dahinter steckt ein System. Sie sagten dir, du wirst ein abschreckendes Beispiel.